Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Kingdoms and Castles. Und wie immer für mich erstmal zu Beginn der Folge eine kleine Übersichtsaufnahme für die, die drauf achten. Das wird dann immer mein Thumbnail sein für die Folge. Ja. Clever, ne? Nee, natürlich nicht. Wir bauen schnell weiter. Unsere Verteidigung. Und ja, wie schon angekündigt, ich werde es leider unschön zu Ende bauen. Aber es ist einfach effektiver. Dann muss ich mir nicht hier irgendwelche Türme noch aus den Rippen leiern. Das ist hier auch alles, obwohl das wäre sogar symmetrisch. Okay, das wäre sogar auch. Nee, das wäre nicht symmetrisch. Da bin ich so ein bisschen, ja. Wie Kollege Gregor Onk. Der sich hier mal nach Symmetrie ausrichtet. Schade. Hätte ich eins weiterbauen müssen, oder eins kürzer? Naja. Egal. Hauptsache, wir sind erstmal gut geschützt. Ja. Das bedeutet allerdings auch, dass ich das hier tatsächlich auch erhöhen muss. Weil ich hier keine Zwischenstopps mehr machen werde. Das war Quatsch. Alter. So, Fällen. Obwohl, das macht wenig Sinn. Abbruch. Oh, hier würde ich nämlich eigentlich schlussendlich landen. Ich hoffe, ich reiße jetzt die richtigen Sachen ab. So, untätig sind auch 19. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Steine reichen auch. Burg. Steintor. Zack. Steinmauer. So, dann, genau, macht mal hier schnell alles fertig. Dass ich hier dann die restliche Mauer bauen kann. Und dann sind wir zumindest landeinwärts geschützt. Und zwar komplett geschützt. Dann müssen wir nur Verteidigungsanlagen überall auf die Türme bauen. Und dann sind wir tatsächlich, was die Burgmauer betrifft, fertig. Erstaunlicherweise ging doch relativ fix jetzt am Ende. Gut, wir haben auch drei Steinbrüche. Deswegen ist, was die Materialversorgung betrifft, es echt hervorragend. Wir haben immer noch 97, also kommen wir locker hin. Das Ganze sogar nochmal alles eins erhöhen. Ja? Ich weiß nicht, ob das sinnvoller ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch nicht so viele Mauern gebaut. Ich meine, es sieht einfach nur dicker und größer aus. Vielleicht kommt der Ogre dann einfach nicht rüber. Können wir uns dann mal später überlegen. Ich finde es halt nur schade, dass man in dem Fall dann hier seine kompletten Verteidigungsanlagen nochmal abreißen müsste. Aber ich glaube, ich hatte es vor ein, zwei Folgen schon mal gesagt, ist natürlich auch realistisch. Ne? Ich kann auch nicht einfach alles in der Realität umbauen und ummodeln, so wie ich es gerne hätte. Macht leider, oder ist leider nicht möglich. So, hier dieses einzelne Haus. Weiß gar nicht, war das hier unser allererstes Haus, was wir gebaut haben? Oder war es das? Ich glaube, es war das hier. Das ist ja leider beim letzten Angriff des Drachen zu Schaden gekommen ist. Ach, naja. Vielleicht so als Andenken 1 hier stehen. Auch wenn das hier tatsächlich richtig sinnlos ist, weil hier könnt ihr auch nochmal einen schönen Gutshof bauen. Ach, naja. So, mach mal bitte hier fertig jetzt. Wunderschön. 1, 2, muss man einfach nochmal ein bisschen meckern und damit sind wir fertig. Also, naja, fertig sind wir natürlich noch nicht, aber unsere Mauer steht zumindest schon mal. Sehr geil. So, damit sind wir komplett umzäunt. Naja, komplett nicht, weil wir haben hier das Wasser noch im Weg, aber so gefällt mir das. Damit können wir uns dann den nächsten Projekten widmen, die dann nämlich heißen Kaserne. Gehen wir mal kurz rein. Dazu brauchen wir 100 Steine. Naja, gut, okay, das haben wir wahrscheinlich in 3 Minuten geschafft. Ach Quatsch, Kaserne. Erstmal müssen wir hier alles besetzen. Ach, jetzt gibt es hier noch Unwetter.
Ich würde... Brauche ich das jetzt am blödesten? Einmal kurz durchzählen. So. Da würde ich gerne zwei Ballisten drauf bauen, um ehrlich zu sein. Da würde dann Dings draufkommen. Dings und Dings. Ja, machen wir so. Dings. Ich kann das einfach irgendwo draufsetzen. Das muss gar nicht auf Türmen sein. Ich baue das immer auf Türme drauf. Ich depp. So. Ach, das kann auch einfach hier irgendwo sinnlos in der Mitte rumkreuchen. Alles klar. So, Turmballiste. Gold haben wir. Den Rest haben wir auch. Turmballiste. Die können wir auch einfach... Ja, die können wir tatsächlich auch überall draufsetzen. Muss ich die eigentlich drehen? Nee, ne? Ja. Ich sag mal, so wie sie momentan ausgerichtet sind, machen sie ja wenig Sinn, aber... Ja, die drehen sich wahrscheinlich eh dann noch, früher oder später. So, damit sind auch die ganzen Turmballisten. Ach so, die brauchen auch alle Menschen. Oh Gott, jetzt könnte ich gleich richtig Stress bekommen, dass wir keine Einwohner mehr haben. Ja, da habe ich natürlich wieder super mitgedacht. Wir könnten natürlich erstmal noch ein weiteres Haus bauen. Wo bauen wir es hin? Bauen wir es hier oben hin, ne? Na, da. Hier hinten haben wir natürlich auch noch Platz für theoretisch sogar einen Gutshof. Dann könnte man hier noch einen Brunnen hinbauen. Brunnen sollte man übrigens auch nochmal hier oben sich überlegen. Ja. Vielleicht baut man hier nochmal irgendwo... Also, ja, da ist es sinnlos. Wir fällen mal hier noch die Bäume und bauen da noch einen Brunnen hin. Was war das? Hat irgendjemand was aufgemacht? Und wir... Ja, wir gucken erstmal, wie viele Bewohner wir überhaupt noch übrig haben. Ich glaube, allzu viele werden es nicht mehr sein. Ach, das ist die Balliste, alles klar. Nicht voll... Oh, what the fuck, 4. ja, wir werden sehr viele Arbeiter jetzt brauchen. Okay, wir bauen hier noch einen Gutshof. Definitiv bauen wir hier noch einen Gutshof. So. Und dann müssen wir mal gucken, was die Nahrungsmittelversorgung betrifft. Ich denke mal, wir werden nicht drum herum kommen, noch die ein oder andere Sache zu bauen. Und bevor ich nachzähle, baue ich einfach schon mal direkt ein Obstgärtchen hier unten noch mit hin. Ja, hier unten quasi unsere Kornkammer Winlands. Das ist natürlich jetzt unschön, ja. Also wir könnten es als Garten verkaufen, aber ich finde in der Stadt, also genau, ja, in den Burgmauern, Nahrung anzubauen, finde ich eigentlich ungünstig. War damals ja auch nicht so. Also am liebsten würde ich die ganze Nahrungsmittelversorgung einfach rausschleppen nach draußen und hier riesige Felder anbauen. Das hier würde sich halbwegs sogar anbieten, sodass wir hier mehr Platz bekommen. Und da vielleicht auch noch das ein oder andere... Okay, 22 Einwohner wurden krank. Das ein oder andere Wohnhaus bauen. Also könnte man ja direkt hier Gutshof, Gutshof, zwei normale Häuser. Könnte man ja perfekt hier hinbauen. Ja, okay, das mit der Mühle, wie gesagt, finde ich immer ein bisschen ungünstig. So sah es früher nicht aus. Aber gut, man musste ja so anfangen, ne? Wenn man sich überlegt, wie wir, dass wir hier mit dem Feld angefangen haben und hier unser erstes Haus, was auch schon gar nicht mehr steht. Und was jetzt alles so in der Zwischenzeit dazugekommen ist hier. Im guten alten Winland. Ja, ist schon erstaunlich. Aber vielleicht werde ich das Ganze hier wirklich nochmal irgendwann rausreißen. Nach draußen verlagern. Und dort mir dann noch ein, zwei Wohnhäuser hin platzieren. Denn wir sehen, Häuser brauchen wir oder Einwohner brauchen wir tatsächlich ohne Ende. Es werden nicht weniger Bewohner. Definitiv nicht. Jetzt sind wir schon bei 224. Wenn hier der Gutshof noch steht, sind wir bei 249.
Was wir nahrungstechnisch, glaube ich, auch nicht kriegen, oder? Nö, definitiv nicht. 212 haben wir aktuell. Was, verloren durch zu lange Ernten? Okay, 32 wollen wir noch dazu bekommen. Schauen wir gleich mal, was dieses Jahr an Nahrung eingenommen wird. Ja, das können wir hier theoretisch auch alles schon abreißen. Denn wir brauchen eine Kaserne. Und die Kaserne ist schon riesengroß. Die passt natürlich perfekt hier hin. Ja, die große Halle. Lasst euch hier jeden Tag großartige Festmahle schmecken. Ja, wo ist denn der Eingang? Ah, scheiße, die muss quer gebaut werden. Obwohl, das ist trotzdem kein Problem. Könnte man hier die Festhalle bauen und hier die Kaserne. War? Kaserne? Kaserne, Kaserne, Kaserne? Denn der Eingang der Kaserne ist... Nein, der ist auch an der Seite. Scheiße. Habe ich eigentlich schon darüber nachgedacht, die Felder hier wegzureißen? So, gucken wir mal ganz kurz. Kaserne würde perfekt hinpassen. Große Halle. Ja, würde perfekt hier hinpassen. Oh Mann, ey. Muss ich tatsächlich jetzt alles umziehen? Dann reiße ich das hier komplett ab. Versetze das nach draußen. Also hier hin. Hier machen wir dann einfach Nahrungsmittel. Ohne Ende. Oh, heilige Scheiße. Oh, wir werden so viele Einwohner noch brauchen. So, also 249. 10 haben wir übrig. Haben die schon alle Ballisten besetzt, ja? Krass. Okay, also, unsere Verteidigung ist komplett besetzt. Wir haben dann 39... Was? 39? Okay, jetzt haben wir 18 untätig. Wir warten mal ganz kurz ab. Ich meine, vorbereiten können wir das Ganze ja schon mal. Ja, das wird jetzt hier tatsächlich alles weggerissen. Die Felder. Dann suche ich mir schon mal einen schönen Ort aus. Hier ist ein schöner Ort. Ah, okay, also. Jetzt wird umarrangiert. Wir brauchen Versorgung. Getreidespeicher groß. Der kommt hier hin. Ah. Ja. Bauen wir ihn hier so hin. So, Getreidespeicher groß. Können wir theoretisch sogar noch einen zweiten daneben bauen. Aber das für später. Dann. Straßen. So. Da kommt eine Mühle hin. Da kommen Felder hin. Hier kommen Obstgärten hin. Können wir schon mal so halbwegs planen. Windmile. Windmill. So. Sodass wir dann, wenn wir soweit sind, einfach nur noch alles umziehen lassen. Also wenn ich jetzt hier... Ja, okay, ich wollte gerade sagen, das ist hier ein bisschen ungünstig, aber hier kommen ja eh Felder hin. Von daher kann das hier auch bleiben. So, wenn die Windmühle gebaut ist, dann werden wir hier alles abreißen. Diese hier. Kann ich eigentlich so einen Rahmen ziehen? Nee. Das wird alles abgerissen und dann hierhin versetzt. Wird am Anfang erstmal wahrscheinlich nahrungsmäßig ziemlich bergab gehen. Aber schlussendlich und sogar noch mehr. Was sehen wir? Ob das einfach extrem bewässert werden? Ach, wegen hier oder was? Ach, das karges Gebiet, da kann ich gar nichts anbauen. Kann ich. Echt? Felder kann ich auch nicht anbauen? Oh, es muss bewässert werden. Ah, herrlich. Hier hinten haben wir natürlich ein schön fruchtbares Gebiet. Ach, wie kann ich denn Sachen bewässern? Schöpfrad. Alter, ernsthaft? Ich meine, es würde natürlich perfekt hier hinpassen.
Ja, wir testen es einfach mal. War, wir haben ja eh. Ist ja ein Let's Play, von daher testen wir einfach mal alles. Schöpfrad. Apropos. Ja, 450, krass. Apropos testen. Wir testen einfach mal, was passiert, wenn wir noch mehr Häuser bauen. Das mit Fällen. Hier kommt da nochmal ein Haus hin. Da kommt auch nochmal. Obwohl, ich kann ja jetzt hier auch Gutshöfe hinten in die Ecke bauen. War? Denn wir brauchen das ja hier alles nicht mehr. Könnte man theoretisch, wenn man hier eine Straße baut. Gutshof, Gutshof, Gutshof. Alles vollkleister mit Gutshöfen. Gut, dann müssen wir erstmal nochmal kurz warten, bis wir hier alles abreißen. Boah, ich hoffe, dass unsere Verteidigung beim nächsten Wikingerangriff hält. Ja, nichtsdestotrotz können wir trotzdem hier schon mal die ersten Felder anbauen. So. Aber ich habe doch hier eine Windmühle. Okay. Fangt die an zu bauen, oder wie funktioniert das? Sachen werden auf jeden Fall hin transportiert. Ja, also ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich würde jetzt wahrscheinlich hier ein Reservoir einfach hinbauen. Und dann hoffen, dass das irgendwie so ein Radius hat. Ups, hat tatsächlich einen Radius. Ja, von daher bauen wir das jetzt einfach mal. So, kann ich nicht. Ja. Bauen wir es hier hin? Zack. Und da hätte ich gesagt Aquädukt. So. Und dann wäre das für mich eine perfekte Verbindung von Schöpfrad hier hin. Ich hätte das Schöpfrad einfach mal ins Meer bauen sollen und nicht an See. Aber das werden wir gleich mal testen, ob das auch in einem See funktioniert. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze hier verändert. Ob das alles nur so quasi eine Stufe nach oben getragen wird. Ich bin sehr gespannt, nicht? Ich hoffe, ihr auch. Oh, Zufriedenheit, warum ist sie so niedrig? 76, durchschnittliche Zufriedenheit in den Wohnräumen. Aha. An was mangelt's denn? An nichts. Bei dir? Ach. Ah, der fehlt wirklich ein bisschen was. Achso, weil er Steuern zahlen muss. Ah, okay. Dass die immer sowas gegen Steuern haben, verstehe ich gar nicht. Ist ja fast wie im wahren Leben hier. So, da kommt nochmal ein Haus hin. Da kommen wir auf 259 Einwohner. Ich hoffe, dass wir dann endlich mal die nächste Stufe erreichen. Das letzte Update gab es ja bei 100. Jetzt sind wir bei 250 schon. Also gleich. Und die werkeln hier alle fleißigst. Ja gut, hier könnte man theoretisch auch nochmal eine Verbindung bauen. Dass man hier einfach nochmal eine Straße baut. Machen wir einfach mal. So. Wird zwar keiner bauen, weil keine Arbeit da frei ist, aber theoretisch wäre es möglich, dass hier eine Straße ist. So. Macht, 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 komm. Ich brauche Wasser hier. 42 noch. Okay, das Aquädukt steht bald. Das ist eigentlich auch fertig. Hier fehlen nur noch zwei Holz. Da ist es fertig, das erste Aquädukt. Was natürlich noch gar nichts bringt, da. Wäre natürlich auch klar. Ist ja auch geil, wie sie hier durchs Wasser schwimmen. Lauf doch einfach außen rum. Ja, oder hier. Da schwimmt er. Der Depp. Das könnte man übrigens auch alles zubauen mit diesen Pieren. Alter, lauf doch bitte außen rum und nicht durchs Wasser.
So, eine furchtbare Seuche, alles klar. 32 Bewohner wurden krank. Bewohner wurden krank. Oder Einwohner. Reservoir steht auch, sehr schön. Zu keinem Schöpfrad verbunden. Speicher, Wasser. Speicher. Speichert Wasser und ermöglicht die Bewässerung. Muss mit einem Aquädukt oder Schöpfrad verbunden sein. Achso, ich hätte quasi auch das Schöpfrad direkt hier ranbauen können. Alles klar. Aber gut, mit dem Aquädukt gefällt es mir ein bisschen besser. So, jetzt fehlt nur das Aquädukt. Da fehlen 15 Holz. Da kommt nochmal Holz. Da kommt nochmal Holz. Dem, dem. Da kommt nochmal Holz. Ja, hat natürlich jetzt einfach mal gar keinen Zugang zur Straße. Müssen wir. Vielleicht ändere ich das gleich auch nochmal. Obwohl, die können ja theoretisch einfach über die Felder laufen, ne? Naja, mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob wir hier einfach doch unter dem Aquädukt müssen, wenn wir die Straße lang kriegen, ne? Ja. So, das läuft. Eine belebte Stadt. Sehr schön. Eine gedeihende Stadt ist aus eurer außerordentlichen Regentschaft entsprungen. Und tatsächlich, es ist alles bewässerter. Sehr fruchtbar. Ja, okay, es ist immer noch karg. Es war einfach nur der Winter, der vorbei war. Ja. Okay, ein Drache ist mir egal. Da gucke ich jetzt auch nicht drauf. Wird bewässert. Ach so, das... Ah, alles klar. Wird bewässert. Das bedeutet, es ist zwar trotzdem karg, aber wir können jetzt Landwirtschaft betreiben darauf. Alles klar. Sehr geil. Okay, ich bin Drachenschlechter. Scheiße, jetzt habe ich nicht zugeguckt. Ich glaube, wir haben den Drachen vom Himmel geholt. Ja, er ist irgendwo hier niedergegangen. Okay, der Drache wird uns nicht mehr belästigen. Hätte ich mal zugeguckt. Naja. So, wir bauen Felder weiter. Und zwar so. Achso, erstmal wollte ich gucken. Ja, 5 Leute. Gut, also. Bauen wir nochmal eine kurze Straßenverbindung. Das funktioniert genau so, wie es wollte. Sehr schön. So, hier haben wir Felder. Das ist jetzt auch alles so fruchtbar, dass wir ja, darauf bauen können. Das ist tatsächlich, ja, hellgrün, sehr schön. Hier erkennt man noch den Unterschied zwischen bewässert und nicht bewässert. Ja. Das bedeutet, wir können also auch hier jetzt unsere Obstgärten anlegen. Nice. Und wir könnten theoretisch sogar das Aquädukt hier weiterziehen und hier noch ein Reservoir bauen, wenn wir irgendwann mal Langeweile haben. So, jetzt mal 1-2 Jahre abwarten und mal gucken, wie viel wir jetzt produzieren. Ich denke mal, 261 sollten wir jetzt locker wieder versorgen können. Denn, ach nee, im Endeffekt haben wir ja nur 2 Felder, also 2 reine 4 Felder, nur plus gemacht, wenn wir das jetzt hier alles abreißen. Also so viel ist es noch nicht. Vielleicht baue ich hier noch eine Windmühle hin. Mit einer Farm. Ja, ich glaube, das mache ich. Das allerdings erst in der nächsten Folge. Denn wir machen hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Interesse. Lasst Daumen da, Kommentare, Abos, so wie hoffentlich immer. Und dann sehen wir uns in einer nächsten Folge von Kingdoms and Castles wieder. Bis dahin, ciao und tschüss.